Dann schauen wir doch mal bei Sally Face, ob da nicht noch ein Kapitel frei ist, das wir spielen können. So. Das Spiel startet schon. Und es startet. Und startet. Und startet. Fünf Jahre später. Ah! Sally Face. Fortsetzen. Fortsetzen? Ah, jetzt. Stimmt, bei dem Spiel brauche ich ja gar keine Maus. Wo waren wir denn stehen geblieben? Huch, ja, das ist mein Gearboy. Ah, cool. Ach, wir waren noch bei diesem... Windeln? Weil ich das aufs Radio. Ist ja immer noch das wegen der Lunch Lady oder so, ne? War das nicht so? Irgendwas war doch mit der Lunch Lady. Windeln? Wie konnte ich denn hier Sachen benutzen? Mit F. Das sind ziemlich viele Windeln. Glaubst du, Mrs. verwendet sie alle selbst? Gut möglich, Kumpel. Packerton ist ein Urgestein. Wo bist du, Larry? Radio. Ein nettes altes Radio, aber lässt es, es lässt sich nicht einschalten. Ist wohl kaputt. Schlafzimmer 1 hat ein Schloss. Eine Uhr. Die Zeiger der Uhr stehen auf 3.14 Uhr. Wenn ich sie bewege, wandern sie trotzdem wieder in diese Position zurück. Schlafzimmer 2. Badezimmer. Achso, hier bist du. Eine große Küche. Gefrierer. Da drin ist kiloweise Fleischwurst, gefrorenes Gemüse und noch andere Lebensmittel. Wirklich nichts Verdächtiges. Nö, außer dass das wahrscheinlich die einzige Küche hier im Haus ist, die eine Gefriertruhe hat. Und das Gefrierfach vom Kühlschrank ist abgeschlossen. Ist irgendwas komisch an dem Kühlschrank? Nein, nur Sachen, die man dort erwarten würde. Aber da ist ein Vorhängeschloss am Kühlschrank. Ja, am Gefrierfach. Kriegst du das auf? Klar, gib mir eine Minute. Na dann, mach mal. Badezimmer. Wirr. Ih, das Handtuch. Wann hat sie das letzte Mal dieses Badezimmer geputzt? Ja. Wie widerlich. Da hat wer nicht richtig gespült. Ich hab's. Aha. Meine Hand juckt. Oh, ist das gemein, wenn die Handfläche juckt. Okay, er hat's. Nee, noch nicht. Noch nicht. So, Schlafzimmer 1. Verschlossen. Und da ist so ein komischer Mechanismus am Türknauf. Und Schlafzimmer 2. Verdammt, abgesperrt. Okay. Na dann. Okay, machen wir es auf. Das ist doch nichts Ungewöhnliches, oder? Ich meine, kann man doch noch bestimmt auskochen für eine gute Suppe. Ich wusste es. Es sind Ziegen. Verdammte Scheiße, ich wusste es. Und ekelhaft. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Schauen wir mal, ob wir in dieses Schlafzimmer kommen. Okay. Mhm. 1047 stand da drauf, ne? Auf dem... Das ist ein sehr seltsames Schloss. Ich weiß nicht, ob ich das öffnen kann, aber ich werde es weiter versuchen. Verlassen, Radio, was lässt sich nicht benutzen? Windeln. Windeln, Windeln. Ja, 1047. Da kann ich leider nicht reinschauen. Nein! Lass das. Warte mal, mein. Nein. Mein G.
Dear Boy. Na, oh, Ziege. Hey, Kleiner? Bäh. Bäh, bäh. Bäh. Bäh, bäh. Was zur Hölle war das? Eine Geisterziege, das sollte mich nicht überraschen, aber ich habe es definitiv nicht kommen gesehen. Ja, können wir hier vielleicht auch? Nein? Nicht. Okay. Danke. Du darfst es wieder wegstecken. Nein, falsch. Oh, guck mal, 1047. wie? Wie kann ich da... Ich drücke Zahlen, es passiert nichts. Ich drücke Knöpfe, es passiert nichts. Ah, 1047. Nein. Oder war das von der Ziege vielleicht ein Hinweis? Bäh. Bäh, bäh. Bäh, bäh, bäh. Oh, das erste Schlafzimmer wurde damit aufgeschlossen. Gehen wir es uns ansehen. Tatsache, das war ein Hinweis von der Ziege. Okay. Das wäre drin. Hallo? Mr. Packerton? Hallo? Ich glaube nicht, dass er dich hören kann. Du hast recht. Sieht so aus, als wäre er in so etwas wie einem vegetativen Zustand. Alter, ist das eklig. Und da kommt auch sicher der Gestank her. Schauen wir uns schnell um, damit wir hier schnell wieder rauskommen. Zeitschriften. All diese Berichte sprechen von Mr. Packertons Tod. Wenn er tot ist, wer liegt dann in dem Bett? Was ich wissen will, ist, warum sind hier so viele vollgemachte Windeln? Im Ernst? Was zum Teufel? Ich weiß, was du meinst. In diesem Apartment wird mir total schlecht. Du glaubst doch nicht, dass sie... Nein, nein, vergiss es. Daran möchte ich gar nicht denken. Wenn die mysteriöse Zutat menschliche Exkremente wären, hätte Todd das doch sicher im Labor festgestellt, nicht wahr? Denk schon. Okay, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Beeilen wir uns einfach. Herr Packerton. Sind Sie Mr. Packerton? Bitte einmal blinzeln, wenn Sie mich hören können. Hallo? Bist du eigentlich schon tot? Mein Junge, bitte. Hilf mir. Wie kannst du... Bist du tot? Ich bin irgendwo dazwischen, leidend seit einer Ewigkeit. Hat Mrs. Packerton Ihnen das angetan? Früher haben wir uns geliebt, das dachte ich zumindest. Ja, das ist ihr Werk. Bitte, du musst mir helfen, damit meinem Leiden endlich ein Ende gesetzt wird. Was ist in der Fleischwurst drin? Fleischwurst? Ich fürchte, darüber weiß ich nicht viel. Dieser Raum ist mein Gefängnis, mein Grab des ewigen Leidens. So werde ich niemals von hier entfliehen können. Wie kann ich helfen? Du musst diese entsetzliche Maschine abschalten. Aber ist das nicht... Würde dann nicht... Dann hat mein Leiden endlich ein Ende und ich kann endlich Frieden finden. Aber bist du dir sicher? Bitte, mein Kind, du musst dich beeilen. Sie wird bald zurückkommen. Ja, ganz ehrlich, der arme Mann. Kann einem sowieso nur leid tun in dem Fall. Ich hoffe, ich habe das Richtige getan. Du
Du hattest keine Wahl, Kumpel. Der Arme leidete unter solchen Schmerzen. Es war, was er wollte. Ja, ich denke schon. Es ist nur... Scheiße, sie ist zurück. Schnell, hinter den Kasten. Mhm. Falls wir es nicht lebend rausschaffen. Ich liebe dich, Kumpel. Ich liebe dich auch. Du bist der beste Freund, den ich jemals hatte, weißt du? Dasselbe gilt für dich, Kleiner. Mhm. Wer ist da? Hey, tut mir leid, wenn ich die Stimmung zerstöre, aber was zur Hölle ist dieser Ort eigentlich? Ashley, du hast uns zu Tode erschreckt. Das sieht man euch an. Mann, bin ich froh, dich zu sehen, Ash. Ich dachte, das wär's mit uns. Ich dachte, du müsstest auf Benjamin aufpassen. Mein Vater kam früher nach Hause, also konnte ich gleich hierher fahren. Tut mir leid, wenn ich euch erschreckt habe. Ich... Ist das... Mr. Packerton? Ist er... Das war er. Jetzt hat er endlich Ruhe. Verdammt. Und bitte erzähl mir nicht, dass das in die Fleischwurst kommt. Hoffe ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Da ist immer noch ein Raum, den wir uns nicht angesehen haben. Da müssen wir unbedingt noch rein, bevor wir gehen. Oh, sieh dir mal das an. Während wir uns versteckt haben, habe ich diesen Schlüsselring unter dem Kasten gefunden. Einer der Schlüssel öffnet sicher die Tür zum anderen Schlafzimmer. Sehen wir uns das an. Mir ist alles recht, solange wir nur aus diesem Raum rauskommen. Da haben wir den Schlüssel. Viele seltsame aussehende Schlüssel. Larry hat sie in Mrs. Packertons Apartment entdeckt. Okay. Na dann. Wir sind drin. Was zum... Ew. Oh mein Gott. Wand untersuchen. Das ist nicht gut. Noch so ein verflixtes Kombinationsschloss. Und Zahlen von... Ah. Hallo? Na. Wie kann ich dem sagen, dass er öffnen soll? Okay, keine Ahnung. Gucken wir gleich. Das ist wie ein Schlachthaus da drin. Alter, ist dieser Raum gruselig. Ich merk's, das ist total abgefahren. Nope. Nope, nope. Das ist nicht gut. Oh, warte mal. Da haben wir das Morse-Alphabet. Da brauche ich wohl mal kurz einen Zettel. Und irgendeinen Stift. Hier haben wir einen. Yay. Wir haben nämlich da am Rand... Ja, es ist clever, wenn ich aufzeige. Am linken unteren Rand sind ja... Kleiner, großer, 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 großer. Kleiner, 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 großer. Kleiner, vier große wieder. Drei kleine, zwei große. So, was sind das für Zahlen? Eins. Vier. Dann wieder die eins. Und die 3. Aha. Müsste hinkommen. 1. 4. 1. 3. Jetzt. Will ich's wissen? Ich glaube, ich will es nicht wissen.
Fleischwurst-Zutaten. Wohlbekomm's. Wir haben uns damit auf jeden Fall übernommen. Wir brauchen Hilfe. Da sind keine Knochen. Was? Hier sind keine Knochen. Es ist alles nur Fleisch. Und Augen. Kumpel, nein, komm schon. Ach, Larry. Ash hat recht, wir sollten Hilfe holen. Siehst du es nicht? Niemand kann uns helfen. Alles, was hier passiert, wird verschleiert. Der Kult, Luke, Charlie, Frau Sanderson. Wer weiß sonst, was hier versteckt ist. Wir können der Polizei nicht trauen und wir können es unseren Eltern nicht sagen, weil sie uns zur Polizei schicken würden. Sie haben uns noch nie etwas geglaubt. Also, was machen wir? Ich weiß es nicht. Es wird alles immer schlimmer. Packerton zerstückelt Leute und serviert sie den... Ich glaube, ich werde eine Fleischwurst nie mehr wie früher sehen können. Und? Und was? Sie haben mich gefragt, weshalb ich Fleischwurst nicht esse. Und ich habe ihnen erzählt, warum. Bei all den fantastischen Geschichten, die sie uns erzählt haben, wäre es doch spannend zu hören, was danach passiert ist. Weshalb sollte ich ihnen noch mehr erzählen? Sie glauben mir ohnehin kein Wort meiner Erzählung. Und die Ereignisse werden ohnehin nur immer unglaublicher. Außerdem werden sie es ohnehin so zuschneiden, dass die Zuschauer glauben, ich wäre verrückt. Wenn sie uns die Geschichte bis zum Ende erzählen, wird sie als Ganzes ausgestrahlt. Ungeschnitten, das verspreche ich ihnen. Ich habe gehört, dass sie Todd Morrisons Namen erwähnt haben, bevor wir hier angefangen haben. Haben sie ihn besucht? Sie erzählen mir hier nichts. Ja, wir haben gestern mit ihm gedreht. Geht es ihm gut? Ist er immer noch im Krankenhaus? Wissen Sie was? Sie erzählen mir das Ende der Fleischwurstgeschichte und ich erzähle Ihnen von Todd. Na gut, das Ende der Fleischwurstgeschichte. Bevor wir Mrs. Packertons Zimmer verlassen haben, ist Ash noch etwas aufgefallen. Hey Leute, schaut euch das mal an. Wow, ein Müllschacht. Hinter diesem Bild ist ein Müllschlucker versteckt. Das ist komisch, dieses Haus hat doch gar keinen Müllschlucker. Kein Licht zu sehen, also führt er nicht nach draußen. Sei vorsichtig, Ash. Ich frag mich, wo er hinführt. Jetzt weißt du's. Tief. Auf jeden Fall. Ash! Ash, alles in Ordnung? Ash! Oh nein. Oh Gott, nein. Das darf nicht wahr sein. Bitte mach, dass es ihr gut geht. Wir müssen rausfinden, wo das hier hinführt. Wie sollen wir... Was sollen wir... Ich muss da runter. Anders geht's nicht. Alter, nein. Denk mal nach, was, wenn du da auch runterfällst. Oder wenn du auf sie drauffällst. Wenn sie noch lebt. Das könnte sie umbringen. Okay, ja. Du hast recht. Wir sollten nachdenken. Oh. Was? Was? Du musst mich oder dich von vor irgendwas dieser du musst dich von dieser Welt befreien. Cell. Du bist nicht wie die anderen. Du bist besonders. Ich weiß, wo das hinführt. Was? Wie? Vergiss es. Geh und hol Todd und wir sehen uns im Keller wieder. Was ist los, Cell? Was hast du gesehen? Geht es Ashley gut? Alles wird gut. Komm, hilf mir. Dieses Apartment steht schon lange leer. Es ist in schlechtem Zustand, aber Edison kann sich die Renovierung nicht leisten, so wie im fünften Stock. Ist es das, was du in deiner Vision gesehen hast, Sal?
Nein, das funktioniert anders. Es ist mehr so etwas wie eine starke Intuition. Okay, du führst uns an. Larry und ich werden dich unterstützen, wo wir nur können. Abgeschlossen. Moment, einer von den Schlüsseln von den Packardens sieht aus wie ein alter Apartmentschlüssel. Versuch's mal. Stimmt, die hätte ich fast vergessen. Perfekt. Da drin ist nichts. Gib mir eine Minute, damit ich mich umsehen kann. Badezimmer. Sagt der Gearboy, der sagt nichts. Ah, hier ist die Küche hier hinten. Okay. Okay, da kommt grünes Zeug raus, aber das ist egal. Schlafzimmer 2. Ah, komm. Und am Teppich. Der Teppich hat einen Riss. Sieht fast so aus, als ob. Leute, seht euch das mal an. Aber ich will noch in den anderen Raum. Alter. Da muss ein geheimes Untergeschoss sein. Der war definitiv nicht in den Bauplänen, die ich gesehen habe. Vielleicht ist es ein alter Erdkeller. Ich hatte gar keine Ahnung, dass das hier ist. Der dritte Schlüssel von Mrs. Packerton passt bei der Tür. Da unten muss Ash sein. Da unten muss Ash sein, so. Das ist der einzige Ort, an den dieser Schlund führen könnte. Anderes Schlafzimmer. Nicht einfach runtergehen. Nein! Da war noch ein Schlafzimmer. Mann! May our sight pierce the heavens and our reach be infinite and everlasting. Das sieht nicht gut aus. Unglaublich, diese Architektur lässt darauf schließen, dass das Gemäuer mehrere hundert Jahre alt ist. Mindestens. Jahrhunderte getränkt im Blut, Dämonenanbetung. Das ist echt abgefahren. Alles ist von einer dicken Staubschicht bedeckt. Was darauf hindeutet, dass dieser Raum nicht genutzt wird und es auch schon lange nicht mehr wurde. Wir können nur hoffen, dass die Grässlichkeiten, die an diesem Ort stattgefunden haben, nur noch der Vergangenheit angehören. Klar, naja, wir müssen irgendwie durch dieses Tor kommen. Offensichtlich gibt es hier keinen Mechanismus, mit dem man das große Tor bewegen kann. Vielleicht ist er direkt in die Wand eingebaut. Es ist gut möglich, dass man den Apparat zum Öffnen nicht sehen kann. Wir sollten uns aufteilen, um den Raum besser absuchen zu können. Auf dem Boden kann man ein Pentagramm zusammenschieben, ihr blinden Hühnchen. Das hier, aber wie? Keine Ahnung, aber da kann man ein Pentagramm. Okay, das ist keine Falle. Untersuchen. Ein altes, in Leder gebundenes Buch mit dem Symbol eines Ziegenkopfes versehen. Es ist mit fremden Sprachen verfasst und die Seiten riechen nach verfaultem Fleisch. Wieso bekomme ich da ein Déjà-vu? Naja, verfaultes Fleisch halt. Glühbirnen hätte ich hier nicht erwartet. Die müssen später erst eingebaut worden sein. Allerdings, diese grüne Birne ist besonders faszinierend. So eine habe ich noch nie gesehen. Ey, mal ein bisschen anders hinsetzen hier. Wie schaltet man sie ein? Das ist mir ein Rätsel. Es gibt hier keine sichtbaren Schalter. Ich habe mich schon überall umgesehen. Okay. Hi, Larry. Noch ein Buch. Ein altes in Leder gebundenes Buch. Auf der Vorderseite ist ein Symbol eines Vogels in einem Tierkreis. Der Text ist in einer mir unbekannten Sprache verfasst. Ich kann ihn nicht lesen. Auf einigen Seiten sind Blutspritzer und es sieht so aus, als wäre der untere Teil des Buches angezündet worden. Sobald ich es berühre, wird mir schwindelig, als würde eine seltsame Kraft von ihm ausgehen. Okay, kann ich nicht mitnehmen. Okay. Hätte ja nur sein können. Was sind das für stachelige Dinger auf dem Boden? Ich meine, du kannst dich nicht mal umdrehen, ohne dir die Zehen zu stoßen. Und die stechen ganz schön. So, nehmen wir das Ding mal raus. Vielleicht können wir damit irgendwas machen. Ich habe sie eingeschaltet.
Faszinierend. Es sieht so aus, als wären diese grünen Lampen Teil eines größeren Systems. Sobald sie eingeschalten werden, wird die Energie in das darunterliegende Stockwerk transferiert. Wenn wir davon ausgehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass es dieselbe Art Energie ist, die dein Super Gear Boy aussendet. Deshalb konnten wir sie auch damit aktivieren. Was glaubst du, hat das zu bedeuten? Um ehrlich zu sein, bin ich mir da nicht ganz sicher. Mit einer derartigen Technologie habe ich es noch nie zu tun gehabt. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie für etwas Übernatürliches benutzt wurde. Vielleicht war es auch das, was den rotäugigen Dämon heraufbeschworen hat. Wie gut, dass es diesen Kult nicht mehr gibt. Ebenso den Dämon. Sobald wir Ash gefunden haben, sollten wir trotzdem vorsichtshalber alles kurz und klein hacken. Um ehrlich zu sein, würde ich das hier gerne genauer unter die Lupe nehmen. Es könnte noch nützlich sein. Okay, daran können wir nicht. Gut, die eine Lampe brennt. Dann müssen wir die andere jetzt erstmal zusammensetzen. Darf ich jetzt vielleicht die Glühbirne aufheben? Das wäre sehr schön. Achso, einfach danach bücken. Gut. Cool. Das Glas dieser Birne ist sehr dick und riecht eigenartig. Bam. Alter, diese kleinen Obelisken-Dinger sind gerade größer geworden. Heb es auf. Wie, heb es auf? Was soll ich aufheben? Was soll ich aufheben? Ich glaube, das war ein Übersetzungsfehler. Aha. Wow. Nennt mich Meister. Nein, meine Kamera hängt. Warum sagt denn keiner was? Die Kamera hängt. Dann kann ich dir auch... Wieso hängt die denn? Ja, gut. Die Kamera hängt. Die Kamera will nicht mehr. Dann, wohl nicht. Okay, so. Bumpf. Und es geht wieder zu. Natürlich. Alter! Willst du, dass ich einen Herzinfarkt bekomme? Ich habe mich fast zu Tode erschreckt. Entschuldige, ich habe es geschafft, das Tor für einen Moment zu öffnen, aber der blöde Schalter will nicht unten bleiben. Todd, könntest du auf dem hier stehen? Larry und ich gehen Ash suchen und du kannst dafür sorgen, dass wir nicht eingesperrt werden. Klar, mache ich. Plonk. Bereit? Nein, aber Ash ist irgendwo da drin, also los. Passt auf, ihr beiden. Ich will nicht, dass noch wer hier unten verloren geht. Sieht so aus, als gäbe es zwei Wege. Wir teilen uns besser auf. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest. Oh! Wieso passieren diese Dinge ausgerechnet mir? Wir sind jetzt also Larry. Und was ist, wenn ich ihm hinterhergehe? Sally! Sally! Salus in diese Richtung gegangen. Ich muss in die andere Richtung. Okay. Also nicht eintreten. Ist ja gut. Mhm. Verdammt, das ist wie in einem Labyrinth hier. Gibt's einen Hinweis? Das ist das Einzige, das Geräusche macht. Okay. Wir folgen dem Windzug. Und hoffen mal, dass das richtig ist. Scheint so. Ich muss rausfinden, wie man diese blöde Tür aufbekommt. Habe ich eigentlich ein Inventar mit ihm? Ah, Tatsache. Schlüsselkarte? Die Keycard, mit der man in den Keller gelangt. Sie ist ziemlich abgenutzt. Vielleicht sollte ich sie mal austauschen. Feuerzeug. Das alte Feuerzeug von meinem Dad. Ich fand immer schon, dass es cool aussieht. Ich weiß nicht, warum ich es immer mit mir rumschleppe. Ich verwende es so gut wie nie. Vielleicht erinnert es mich einfach an ihn. Und ein Stein. So wie dieser seltsame Stein, den ich gefunden habe. Er ist nichts Besonderes, aber irgendwie sieht er nett aus und deshalb behalte ich ihn.
Okay. Ach. Ich jetzt irgendwie resetten? Ach komm schon. Ich brauche alle unten. Da kann ich nicht lang weiter. Schade. Kann ich da vielleicht einfach den Stein drauflegen? Nee, weil ich ihn nicht benutzen kann. Schade. Ach Mann, oh, hab ich nicht irgendwie vielleicht einen Hinweis? Ich muss rausfinden, wie man diese blöde Tür aufbekommt. Ja, Überraschung, ich weiß es. Aber sie will sich nicht öffnen lassen. Warte, hat er sich das gerade resettet? Nee, ne? Ah! Geht doch. So, Tür öffnen, check. Ah, jetzt sind wir Sally. Sind wir nicht Sally? Doch, wir sind jetzt Sally. Wieso hast du mir das? Ah, deswegen hast du mir das da hinten gezeigt. Nee. Warte mal. Oder doch? Und der da macht auch Geräusche, ne? Es muss doch irgendwie Hinweise geben, wo ich lang muss. Wenn ich jetzt hier einmal zurückgehe. Muss ich bei ihm vielleicht den ruhigen Weg gehen? Vermutlich muss ich bei ihm den ruhigen Weg gehen. Danke. Untersuchen. Ein altes Buch. Die Vorderseite ist aus Holz. Ein schwarzer Kreis aus einer anderen Art Holz ist darin eingelegt. Die dünnen grünen Seiten sind von Symbolen übersät. Ich kann mir keinen Reim darauf machen, aber irgendwie hinterlässt es einen bitteren Geschmack in meinem Mund. Du sollst das doch nicht essen. Ach nö. Noch eine Tür. Okay.
Ach, komm schon. Geht doch. Ja, bei dem Buch. Können wir da hier mit? Nein? Können wir bei der Tür da hinten vielleicht hier mit? Auch nicht. Okay. Hey, perfektes Timing. Ich glaube, wir müssen diese Hebel gleichzeitig ziehen, um das Tor anzuheben. Wir müssen uns ständig im Kreis gedreht haben. Der Raum hinter mir, hinter diesem Tor muss der Mittelpunkt dieses Ortes sein. Das ist der letzte Raum. Ash muss dort hinten sein. Hä? Was bist du? Ich glaube, dieses komische sechseckige Ding, das wir bei Mrs. Packards Tisch gefunden haben, ist so eine Art Schlüssel. Wow. Allerdings, Larry, allerdings. Ach du Scheiße. Allerdings. Suchen. Noch ein Sockel, aber es befindet sich kein Buch darauf. Ash! Naja, hat sehr Glück gehabt, dass da so viele Knochen lagen. Ash, alles in Ordnung? Ash? Ist sie... Sie atmet noch. Ich brauche Hilfe, um sie hochzuheben. Hä? Sie ist wach! Was ist denn hier los? Wo sind wir? Mann, du bist den blöden Müllschacht heruntergefallen. Ich dachte schon, du wärst hinüber. Ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben. Ist alles okay bei dir? Ja, ich glaube schon. Mir ist nur schwindelig. Und es tut alles weh. Aber keine gebrochenen Knochen. Zumindest nicht meine. Ha, Mann, Ash, du glaubst gar nicht, was wir alles machen mussten, um dich zu finden. Aber das haben wir alles Sally zu verdanken. Er hatte so eine Vision. Und dann hat er diese alte Tür im Keller entdeckt, die uns über dunkle Stufen zu diesem Tempel von diesem verrückten Kult geführt hat. Mit den Rätseln und Fallen und Irrwegen und... Todd! Todd hält immer noch für uns das Tor offen. Wir sollten schleunigst zu ihm zurück. Wow, das ist ganz schön viel zu verarbeiten. Ich kann gar nicht glauben, dass das alles unter den Apartments ist. Danke, dass ihr auf die Suche nach mir gegangen seid. Ich wüsste nicht, was ich ohne euch tun würde. Was machen wir jetzt? Mrs. Packard hat mehrere Menschen auf dem Gewissen und die Fleischwurst. Igitt, wir können das nicht ignorieren. Auf keinen Fall, wenn ich daran denke, dass ihr mir über das Innere des Tempels und Mrs. Packards Apartment erzählt habt, halte ich es für möglich, dass sie auch in irgendetwas Okkultes verwickelt ist. Auch wenn es die Gemeinschaft schon lange nicht mehr gibt, könnte sie diese Tür entdeckt haben, genauso wie wir. Oder sie ist das letzte vorhandene Mitglied und versucht, die Ziele alleine zu erreichen. Du glaubst doch nicht etwa, dass sie den rotäugigen Dämon zurückholen will, oder? Hoffentlich nicht. Aber wir werden uns darauf vorbereiten. Mann, wir müssen sie aufhalten. Am besten, bevor was passiert. Die Polizei zu informieren, halte ich für keine gute Idee. Vielleicht sollten wir uns an die Staatspolizei oder das FBI wenden. Und diesmal müssen uns unsere Eltern glauben. Sie werden uns helfen, sobald wir ihnen zeigen, was sich unter dem Haus befindet und was Mrs. Packard getan hat. Ash hat recht. Wir sollten unsere Eltern diesmal auch mit einbeziehen. Vielleicht sollten wir sie einfach töten. Was? Mrs. Packard? Vielleicht sollten wir sie töten. Sie ist alt, also sollte es nicht allzu schwer sein. Wir können nicht einfach jemanden abmurksen, Larry. Dann wären wir doch nicht besser als sie. Normalerweise wäre ich dagegen, Leuten etwas anzutun, aber diesmal stimme ich Larry zu. Todd, Larry, meint ihr das ernst? Denkt an all die seltsamen, unerklärlichen Ereignisse in Edison Apartments. Und in Knockfell im Allgemeinen. Je mehr ich darüber nachdenke, desto unwahrscheinlicher erscheint es mir, dass Mrs. Packard alleine handelt. Sie muss Komplizen haben. Es würde erklären, weshalb die Polizei Charlies Fall und den Mord an der Holmes-Familie vertuscht hat. Und kein Ende der Korruption ist in Sicht. Gott verdammt. Ich denke, das macht Sinn.
Sal, du hast so etwas Ähnliches heute schon mal gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns darum kümmern. Vielleicht. Du weißt schon, die größten Probleme, die normale Teenager haben, sind Kleinigkeiten wie populär sein oder eine nette Frisur zu haben. Nicht uns. Natürlich. Wir müssen die Welt retten. Natürlich nicht wir. Und dann? Wir wollten erstmal drüber schlafen. Es war ohnehin schon fast morgen. Wir waren mehr als fertig. Und die Lehrerin? Wofür habt ihr euch entschieden? Seid ihr zur Polizei gegangen? Mussten wir nicht. Wie sich herausstellte, kam Packerton in derselben Nacht in einem Autounfall ums Leben. Sie und der andere Fahrer waren sofort tot. Was für ein Zufall. Wenn Sie mir nicht glauben, lesen Sie es doch selbst nach. Es war auf der Titelseite am Tag drauf. Hochgeschätzte Lehrerin stirbt bei Unfall mit Alkoholenker. Natürlich finden sich keine Details über die Leiche in ihrem Apartment oder die Tatsache, dass sie Fleisch von Toten an Schüler verfüttert hat. Das wurde vertuscht. Ich verstehe. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben. Das ist die Wahrheit. Und Sie haben mir versprochen, dass alles gesendet wird. Keine Sorge, Sir, es wird alles ausgestrahlt. Ich halte, was ich verspreche, und ich kann mir vorstellen, dass die Leute nur so darauf brennen zu hören, was sie zu erzählen haben. Alle Augen sind nun auf Sie gerichtet. Sie haben Ihre Freundin Ashley sehr lobend erwähnt. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr euch sehr nahe standet? Sie war eine ihrer engsten Freunde, so wie Larry Johnson und Todd Morrison, nicht wahr? Ja. Haben Sie das gesehen? The Sally Face Killer. Der Mörder Sally Face. Heute steht er vor Gericht. Löschte seine ganze Familie aus. Wenn man den Worten der Gerichtskiebitze Glauben schenken kann, wird der Staatsanwalt Ashley Campbell in den Zeugenstand gerufen, damit sie gegen den Mörder Sally Face aussagen kann. Campbell ist eine langjährige Freundin von Sally Face und sie dürften sich während ihrer Highschool-Zeit sehr nahe gestanden haben. Okay. Was ist mit Todd? Sie haben mir versprochen, dass Sie mir von Todd erzählen. Ja, richtig. Natürlich. Wir haben Morrison gestern gefilmt. Er hat das Krankenhaus nicht mehr verlassen, nachdem was in jener Nacht geschehen ist. Er steht immer noch neben sich, ist teilnahmslos, spricht kein Wort. Leider konnten wir ihn nicht interviewen. Dafür haben wir mit dem behandelnden Arzt gesprochen. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, Sal. Aber Morrisons Zustand hat sich nicht verbessert. Ganz im Gegenteil. Sein Zustand wird als irreversibel bezeichnet. Er kann Wirklichkeit und Fantasie nicht mehr unterscheiden und möchte nur noch sterben. Wenn wir ihn nicht von seinem Leiden erlösen, wird er gewalttätig werden. Ich muss ihm helfen. Irgendwie muss ich ihm helfen. Weder seine Ärzte noch irgendwelche Spezialisten haben Todd helfen können. Was macht Sie so sicher, dass Sie es können? Weil ich die Wahrheit kenne. Ich weiß, was wirklich passiert ist. Ich weiß, was Todd fehlt. Seine Brille. Oder ist der rote Dämon in ihm? Mal so blaue geraten? Alter, schreck mich doch mal! Himmel! Ist ja schade, dass die Kamera sich aufgehangen hat. Errungenschaft voller Fleischwurst. Uah. Oh, Gitarre. Ja. Ja. Nein, danke, vielleicht. Oh, mach den Wecker aus. 3.33 Uhr. Ich bin wach. Ich bin schon wach. Verlassen? Huch? Hallo! Och, du siehst ja süß aus. Aber ich gehe mal kurz in die andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5 ist zugenagelt.
geschlossen. Was? Was, 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 was? Was ist das? Oh, Alter. Okay, in die 3 komme ich rein. Huch. Trapanrot. Torn apart, wenn dann. Also auseinandergerissen. Bevor er mich fand, war ich ein Wrack. Zerstört und verloren. Er sah in mein Gesicht und sah mich, wie ich war. Nachdem mich alle verlassen hatten, nach Jahren, in denen mich niemand wahrnahm, sah er mich. Und wir verliebten uns. Und alles war gut. Bis der Traum wieder zerbrach. Nun gibt es nur noch Qual. Aha. Aha, das, male ich mir mal auf, ganz kurz. Das war hinter Türchen Nummer 3. In die 2 komme ich auch rein. Das ist schön. Ah, und auch hier haben wir Symbole. Sehen so ein bisschen aus wie Runen. Was war hinter der 2? Was haben wir getan, um dieses Leid zu verdienen? Sie hätten uns alle verschlingen sollen. Nichts konnte sie aufhalten. Die brennenden Lichter der Götter schwanden. Ihre wachsamen Augen verzerrten sich unter den Schreien. Danach war alles schwarz. Aha. Und die 1. Guck mich nicht an. Es klopfte an der Tür. Die konnte jeder sehen. Ich war wieder ich selbst. Plötzlich wurde ich zum Handeln gezwungen. Und diese Freiheit entpuppte sich als Illusion. Ich musste alles mit ansehen. Ich war gefangen in meinem eigenen Geist. Ich habe entsetzliche Dinge getan. Unverzeihliche Dinge. Boah. Riesenekelaugen. Und auch hier haben wir Runen. So. Die 4 ist abgeschlossen. Die 5 ist vernagelt. Beelzebub. Wer bist du? Ich bin Fürst Beelzebub. Wow, echt? Du bist der Teufel oder sowas ähnliches? Nein, es ist dein Spitzname. An mich verliehen von meinesgleichen. Familien können so grausam sein. Wie wahr? Darf ich durch diese Türe gehen? Du bist gerade erst gekommen. Nein, du darfst hier nicht weiter. Zuerst musst du meine Kunstwerke bewundern. Deine Kunstwerke? Ja. In der Finsternis sind es 5. Das 5. darfst du nicht sehen. Von den übrigen 4 musst du 3 bewundern, um zu verstehen. Das habe ich schon. Sobald du dies getan hast, darfst du dich wieder melden. Klar, ganz wie du willst, Edgar. Für dich immer noch Beelzebub. Fürst Beelzebub. Okay, Bubi. Könntest du ein kleines Gedicht wiederholen? Was für ein Gedicht? Also, spähende Augen. Sie sind erfüllt von Reue und Schmerz. Ihre Sünden. Sie leiden furchtbare Schmerzen. Und torn apart. Sie sind am Boden zerstört. Wenn du durch diese Türe gehst, gibt es kein Zurück mehr. Danke. Huch, gern geschehen. Man sieht sich, Bubi. Okay. Ja, einschalten. Flimmerkiste, ja.
Ich habe keine Videokassetten, ne? Das rauscht überall nur. Okay. Oh, wir sind älter geworden. Bloody Corn. Und oh, guck mal, ein Totoro-Bild. Oh, wie süß. Ladegerät. Hä, wo ist mein Handy? Wo ist mein Inventar? Ich habe kein Inventar. Oh, hier die geile Gitarre. Die sehr komisch aussieht. Okay, wo ist unser Handy? Ah, okay, ich kann doch raus. Unser eigenes lokales Mysterium. Weitere Nachrichten. Heute Morgen ist ein Brand in den Nockfellwerken ausgebrochen. Die Feuerwehr war sofort zur Stelle, dann auch fiel der Großteil des Gebäudes und der darin befindlichen Materialien dem Feuer zum Opfer, bevor es gelöscht werden konnte. Die Fabrik war seit 1934 ein wichtiger Arbeitgeber für unsere kleine Stadt. Das ist der dritte Brand in der Geschichte. Entschuldigung, in der Geschichte des Werkes. Jedoch hat niemals zuvor das Feuer so schlimm gewütet. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus, war aber zu keiner weiteren Stellungnahme bereit. Vor einigen Monaten jährte sich der Tag des zweiten Feuers, das verheerendste bisher, bei dem über 20 Menschen ums Leben kamen. Glücklicherweise gibt es nach dem heutigen Feuer keine Toten zu beklagen. Jedoch werden drei Fabriksarbeiter im Spital wegen leichter Verletzungen behandelt. Unklar ist, ob die Nockfellwerke wieder aufgebaut werden können. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens hat sich zusehends verschlechtert. Werden die Werke nicht wieder aufgebaut, ist mit einer Welle der Arbeitslosigkeit zu rechnen. Wir halten sie auf dem Laufenden. Okay. Keller. Was? Gizmo hat uns ein Geschenk im Klo hinterlassen. Hi, Gizmo. Alter, im Ernst? Wo kriegst du nur diese Aufkleber her? Da lang geht's raus. Rums, bums, klumps. Badezimmer. Ist das unser Zimmer? Das ist ein relativ leerer Raum. Oh, nein, geh mal wieder da rein, ruhig. Achso, da geht's eh nicht weiter. Gut. Warte mal, das ist aber nicht die Wohnung, oder? In der wir eigentlich wohnen. Und du bist nicht Papi. Wer bist du? Neil. Morgens, Terrio. Was gibt's? Hey, Neil. Keine Rossschwänze heute? Ich hab dich noch nie mit offenen Haaren gesehen. Hätte dich fast nicht erkannt. Ja. Alles in Ordnung, Kumpel? Du scheinst irgendwie neben der Spur zu stehen. Ja, mir geht's gut. Albträume halten mich wach. Albträume halten mich... Na, wobei, geschlafen habe ich ja trotzdem, oder? Sonst hätte ich ja nicht hier träumen können. Tut mir leid, das zu hören. Vielleicht liegt es am Stress. Ich habe selbst Probleme beim Schlafen, wenn ich gestresst bin. Willst du über irgendwas reden? Nein, du hast recht. Wahrscheinlich liegt es am Stress. Im unteren Stock steht eine Kanne mit frischem Kaffee. Du solltest dir was davon nehmen. Täte dir gut. Ich kann keinen Tag ohne Koffeinschub beginnen. Danke. Ich denke mal drüber nach. Keine Ursache, Celio. Okay, ich darf nicht an ihm vorbei. Das ist der Schadi. Bums, bums, klumps. Kaffee wollen wir nicht. Da lang geht's auch raus. Mir liebt dieses Zeug, aber ich kann den Geschmack nicht ausstehen. Nein, danke. In den Kühlschrank kann ich nicht gucken, in den Herd. Okay. Wo könnte unser Handy sein? Bums, bums, klumps. Hi, Gizmo. Kugelgrill.
Schuppen. Wir haben das Schloss gerade erneuert und ich weiß nicht, welchen Code Todd genommen hat. Ja, das ist sehr doof. Weiß Neil das vielleicht? Neil, hast du Code? Hast du mein Handy gesehen? Nirgends zu finden. Ach ja, habe ich gestern Nacht auf der Veranda gefunden. Ich wollte es nicht draußen lassen. Hätte ich schon fast wieder vergessen. Danke, ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich es vergessen habe. Kein Problem, kann jedem passieren. Ja, bitte. Wo ist Todd? Er hat Unterricht. Oh, stimmt ja. Was macht die Geisterjagd? Todd hat gemeint, dass in letzter Zeit nicht viel los war. Nicht viel los? Ich wünschte es... ich meine ja, nicht viel los. Es war wirklich nicht viel los. Ihr Jungs versucht doch nicht etwa wieder, mich zu beschützen, oder? Es ist lieb von euch, aber ihr wisst, dass ich damit klarkomme, oder? Außerdem bin ich 2 Jahre älter als alle von euch. Nein, es ist nur so, wir... Ja, ja. 4 Freunde leisteten einen Schwur vor 5 Jahren und ich respektiere eure Loyalität. Eigentlich finde ich das wirklich sehr süß. Ha! Apropos süß, ich habe gehört, dass die liebreizende Ash heute herkommt. Der einsame Wolf der 4 Reiter kehrt zurück. Freust du dich? Wir treffen uns heute Nachmittag. Also, heißt das so viel wie... Nein, bezüglich der Freude? Nein, ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Ich bin nur, weißt du, ich bin heute sehr müde. Da ist immer noch Kaffee im unteren Stock, der nach dir verlangt. Sallyface, komm und hol mich. Hast du diese komischen Geräusche gehört? Du musst dich schon etwas klarer ausdrücken, Mr. Schlafmütze. Gestern Nacht, da dachte ich, ich hätte eine komische Sirene gehört. Ich habe nichts gehört. Vielleicht hat Gizmo wieder bis in die Nacht ferngesehen? Nein, das war es nicht. Es war wie... Ach, vergiss es. Wahrscheinlich nur ein Albtraum. Mann, Kumpel, bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja, Mann, mir geht's gut. Was macht die Arbeit? Ach, verdammt. Arbeit. Ich muss heute die Morgenschicht übernehmen. Ich muss los, Sally-O. Wir sehen uns. Aber ich brauche Code. Da ist eine Nachricht an mich von Todd. Das ist erstmal unser Handy. Mein Handy erinnert mich an die guten alten Walkie-Talkie-Zeiten. Eine Notiz von Todd mit dem neuen Code für die Hütte. Es war eine gute Idee, sie zu verstecken. So, hier ist der neue Code. 4035364. Macht den Code doch noch länger. So. Oh. Keller. Und es rumst so schön, wenn wir die Treppen gehen. So. Schnell eine neue Flasche Wasser aufmachen. Und wieder raus. Hi, Gizmo. Bitte sag mir nicht, dass ich selber... Enter. Ja! Noch längerer Code ist ihm nicht eingefallen. Brett. Ich kann nicht glauben, dass wir schon 5 Jahre daran arbeiten. Und je mehr Verbindungen wir finden, desto weniger Sinn scheint es zu ergeben. Zeug. Ist dieser Kult immer noch aktiv? Wenn ja, wo sind sie dann alle? Arbeitsplatz. Es war so cool von Rob, unser Equipment zu finanzieren. Als er herausgefunden hat, was wir machen, war er überzeugt, dass wir echte Geisterjäger sind. Hä? Was hängt da für ein loses Band? Phantom. Oh, eins fehlt uns schon. Was ist mit deinem Mund los? Ich sah die verschwimmende Gestalt eines Mannes. Irgendetwas war wichtig an ihm. Ich kann es fühlen. Es ist...
als würde eine längst vergessene Erinnerung sich bemerkbar machen. Sein Äußeres verändert sich ständig. Es wechselt zwischen scharf und unscharf. So, als wäre er in einer anderen Dimension gefangen. Ein Phantom außer Reichweite. Oder bin ich vielleicht das Phantom? Und er ist noch unter den Lebenden? Ich habe versucht, ihn auf mich aufmerksam zu machen. Aber es scheint, als könnte er mich weder hören noch sehen. Okay. Ich nehme an, wir gehen dann jetzt vorne raus. Hey Gizmo, viel Spaß noch. Warte mal, erstmal benutzen wir mal unser Handy. Die Batterie ist leer. Ich muss sie zuerst wieder aufladen. Okay, das war ja klar. Ich bin gleich wieder da. Sonst noch irgendwas machen kann ich nicht. Es lädt noch. Ja, und was machen wir jetzt so lange? Ich bin nicht wirklich in Stimmung. Geht's immer noch? Lädt noch. Wir gehen mal zu Gizmo. Hey Gizmo. Okay. Es immer noch. Sieht so aus, als wäre der Akku voll geladen. Das ist eine neue Nachricht von Larry. Bist du wach? Bin jetzt. Was gibt's? Irgendwas stimmt nicht bei den Edison Apartments. Was anderes als Geister und Gruselkeller? Ich mein's ernst. Ich komme rüber. Gib mir ein paar Minuten. Okay, texte mir, wenn du bereit bist. Bereit. Bin am Weg. Okay. Wer klopft? Ja, ha. Oh. Episode 4. Der Prozess kommt dann als nächstes. Und zwar jetzt. In God We Trust. All dieses deckt sich nicht mit Ihrer ursprünglichen Aussage, Mr. Fisher. Hätten Sie nicht eingangs behauptet, dass Sie keinen Kontakt mit Larry Johnson hatten? Ja. Sie geben also zu, in Ihrer ersten Vernehmung gelogen zu haben. Ja, ich stand aufgrund der Geschehnisse unter Schock und dachte, dass die Wahrheit alles nur schlimmer machen würde. Dass mir niemand glauben würde. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und woher wissen wir, dass Sie nicht jetzt lügen? Wodurch unterscheidet sich Lüge von Wahrheit? Mir bleibt nur noch die Wahrheit. Es ist wichtig, dass die Leute hören, was ich zu sagen habe. Ob sie das nun glauben? Nun, ich kann für sie nur hoffen, dass sie es tun. Soll das eine Drohung sein? Es ist eine Warnung. Wollen Sie uns weismachen, dass in Knockfell immer noch ein Mörder frei herumläuft? Dass alle heute präsentierten Beweise... Blut der Opfer an ihrer Haut und Kleidung, ihre Fingerabdrücke auf der Mordwaffe, das Überwachungsband, die Augenzeugenberichte. Dass das alles eine riesige Verschwörung ist? Wessen Verschwörung? Einer Polizeibehörde? Wenn die Geschworenen nichts dagegen haben, würde ich gern mit meiner Aussage fortfahren. Es ist notwendig, dass ich chronologisch vorgehe, damit die Geschehnisse nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden.
Zumindest nicht mehr, als ohnehin der Fall ist. Stattgegeben. Fahren Sie fort mit Ihrer Aussage, Mr. Fischer, aber gehen Sie dabei bitte auf die Fragen des Staatsanwalts ein. Alles wird sich aufklären. Fahren Sie fort. Ich sag's dir, Alter, hier stimmt was nicht. Hast du den Dämon nochmal gesehen? Nein, ich hab's nicht mehr gesehen, seit wir es vor ein paar Jahren zerstört haben. Heute früh habe ich jeden Zentimeter des Gebäudes mit dem Super Gear Boy abgesucht und nichts gefunden. Seit Wochen sind hier keine Geister mehr zu sehen. Irgendwie ist das komisch, aber wer sagt, dass das schlecht ist? Vielleicht können sie jetzt endlich in Frieden ruhen. Ich weiß auch nicht, Kumpel. Ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei. Es ist, als würde irgendwas unter meiner Haut kriechen und sich in meinem Kopf bemerkbar machen, so wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich kann es fühlen. Hä? Was? Déjà-vu. So fühlt es sich auch schon seit längerem an. Als wäre alles vernebelt, aber ich weiß, dass irgendetwas im Nebel lauert. Ja, ganz genau. Was auch immer es ist, es kommt von den Apartments. Also, wollen wir das untersuchen? Klar. Tschüp, tschüp, tschüp. Sollen wir Todd holen? Er hat noch Unterricht. Ja, richtig. Entschuldigung. Da ist was Blutiges. Ja, richtig. Ich hatte auf ein neues Gadget gehofft oder sowas. Er arbeitet gerade an was, aber ich glaube, es ist noch nicht fertig. Die Gitarrenmodifikationen sind endlich fertig, aber Todd hat mir bis jetzt nicht gezeigt, wie man sie benutzt. Fürs Erste lassen wir sie besser in Ruhe. Hoffentlich funktioniert es besser als das Box-Dings da, das er letztes Jahr gemacht hat. Neverrogue Cemetery. Ja, ich bevorzuge es nämlich, wenn meine Gitarre im Ganzen bleibt. God sees all. Was? No. Cool, Todd hat gesagt, dass wir den Van benutzen dürfen. Ich wusste nicht, dass der Text alleine weitergeht. Spitze. Dachte, ich muss dafür F drücken. Wir sind dann wohl da. Sieht so aus, als hättest du mit dem Sturm recht gehabt. Okay, es geht los. Direkt hinter dir. Okay, kann ich nichts machen. Schade. Mr. Edison hat das Zeug schon so lange hier rumliegen. Vermutlich weiß er nicht einmal mehr, was in den Kisten ist. Wahrscheinlich Zeug aus den Zeiten, als seine Familie noch am Leben war. Teilweise. Der Rest besteht aus alten Klamotten, alten Teeservicen, Kochbüchern. Alter Müll halt. Larry. Was? Du hast Terrences Sachen durchsucht? Nun ja. Alter, warum auch nicht? Der Typ verlässt doch niemals seine Wohnung. Außerdem wollte ich sicher gehen, dass er nicht zum Kult gehört. Oder Leichen versteckt oder was ähnliches. Aber es ist nur langweiliges altes Zeug. Okay, geht in Ordnung, denke ich mal. Okay. Wir haben immer noch keinen Gearboy. Schade. Edison T. Please and thank you. 50 Cent. 25 Cent für Mieter. Einen schönen guten Morgen, meine Herren. Wie geht es euch an einem so herrlichen Tag? Uns geht es gut. Wie geht es Ihnen? Mir geht es herrlich. Neuerdings ist es im Haus ganz friedlich. Auch wenn wir unseren geliebten Sal Fischer vermissen. Und ich werde es kaum ertragen, dass Larry weggeht. Ich werde es auch vermissen, aber es ist nett, mal aus dem Keller draußen zu sein. Außerdem sind wir nicht weit weg, nur am Ende der Straße. Schon verstanden. Unsere Jungs sind erwachsen geworden und müssen den nächsten Schritt in ihrem Leben wagen. Ich freue mich so für euch beide. Ich wünsche euch nur das Beste. Ihr habt es wirklich verdient. Danke. Danke, Terrence. Warum genau ist Miss Rosenbergs Zeug noch hier drin? Edison glaubt immer noch, dass sie im Urlaub ist und zurückkommen wird. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was mit ihr passiert ist. Du hast gesagt, sie ist verschwunden, oder? Nicht ganz.
Bevor sie verschwunden ist, erschien ihr Geist. Ich glaube nicht, dass sie wirklich menschlich war. Stimmt, hast du mir schon mal erzählt. Und sie war Teil des Kults, bevor sie sie aufgehalten hat. Oder es zumindest versucht hat. Was bedeuten würde, dass sie wirklich alt war. Ich glaube, dass sie eine Hexe war. Ich glaube, dass sie ein Dämon war. Ich glaube, dass sie ein Alien war. Oh, jetzt muss ich mal kurz in meinem Gedächtnis rumkramen. Ich erinnere mich durchaus an die Szene, aber wie sah sie denn da aus? Nicht unbedingt menschlich, ne? Aber auch nicht gerade wie ein Alien, oder? Ich glaube, dass sie ein Dämon war. Wirklich? Aber sie sah aus wie ein Mensch. Vielleicht war es ein Zauber oder irgendein Trick. Ich bin mir nicht sicher. Wie hätte sie sich sonst einfach so in Luft auflösen können? Für den Fall, dass sie gestorben ist, hat sie keinen Körper hinterlassen. Keine Ahnung, Kumpel. Aber wenn sie ein Dämon oder zum Teil ein Dämon war, bin ich froh, dass sie weg ist. Ich glaube nicht, dass sie böse war. Einfach nur anders. Das kannst du laut sagen. Was? Huch, was haben wir aufgehoben? Was ist das? Es ist ein Zahn. Eklig, Alter. Du greifst das mit bloßen Händen an? Ich werde ihn sicher nicht hier lassen. Vielleicht brauchen wir ihn noch. Wofür könnten wir bitte den Zahn von jemandem brauchen? Hi, ich bin Sallyface und das ist mein Freund Larry. Wir gehen paranormalen und okkulten Geschehnissen in Nockfell nach. Dort, wo alles Verrückte passieren kann und wird. Guter Einwurf. Ein Zahn, den ich im ersten Stock gefunden habe. Ein E ist eingraviert. Und da steht 2 von 5. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 und 2 ist ein E. Okay. Ja, was willst du, Sir? Verdammt, warum ist er hier? Hallo, Mrs. Gibson, wir waren... Tja, das war's dann wohl. Diese Dame kann ziemlich nachtragend sein. Okay. Zack. Von oben nach unten, von unten nach oben, von oben nach unten. Alter Vogelkäfig. Oh, was? Sieht so aus, als ob da ein verstecktes Fach am Boden des Vogelkäfigs wäre. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Das ist seltsam. Da ist auch eine Schraube locker, so als ob jemand versucht hätte, es zu öffnen. Ich brauche einen Schraubenzieher oder etwas ähnliches, um es zu öffnen. Ich habe natürlich nichts, was ich als Schraubenzieher nehmen könnte, oder? Wahrscheinlich eher nicht. Also, okay. Wir brauchen etwas, das wir als Schraubenzieher nehmen können. Kam da schon immer grüner Schmodder aus dem Loch? Ich glaube nicht. 503. Wieder ein Tape. Hunger. Ui, sie sieht anders aus. Ich bin am Verhungern. Doch sterbe ich nicht. Wie lange geht das schon nun so? Ist unmöglich zu sagen in dieser ewigen Nacht. Muss ich für immer in diesem Gefängnis vor mich hinrotten? Kein Essen, kein Licht, kein Schlaf, kein Kontakt, nichts, nichts. Nur flüchtige Blicke auf ein unerreichbares Leben. Ich wünschte, sie würden dieses verdammte Portal endlich öffnen. Ich wünschte, sie würden diese Welt in Stücke reißen. Ich wünschte, es fände endlich alles ein Ende. Ich muss es beenden. Ja, mach mal. Beende mal. Ich muss ja auch was beenden. Megan? Hallo? Bist du hier? Super Geoboy zeigt nichts an. Hey, wo ist ihre Kette hin? Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass sie fehlt. Das ist seltsam. Vielleicht kommt sie deswegen nicht heraus. Was ist mit den anderen?
Ich habe keine Ahnung. Hast du die weggenommen? Ja, heute Morgen, während ich mich umgesehen habe. Okay, lass uns nochmal hier nachsehen. Stacy, bist du hier? Nichts am Gehweg zu sehen. Es war immer schwierig, Stacy zu rufen. Wundert mich also nicht, dass sie nicht erscheint. Viva. Hoffentlich ist sie bei Megan. So viel Tod und Zerstörung in nur einem Haus. Ja, die Holmes-Familie tut mir echt leid. Dieses Ende hatten sie nicht verdient. So sehr ich auch Luke dafür hasse, was er getan hat, kann ich mir nicht helfen und habe trotzdem Mitleid mit ihm. Er hat sein eigenes Schicksal besiegelt, indem er dem Rat geholfen hat, den Dämon zu beschwören. Zu dumm nur, dass er Stacy und Megan damit reingezogen hat. Glaubst du, dass er wirklich tot ist? Der rotäugige Dämon? Ja. Todds Erfindung hat ihn vermutlich vernichtet, aber war das nicht ein bisschen zu einfach? Ich weiß nicht, was du meinst. Genau dasselbe habe ich mir auch gedacht, aber die letzten Jahre hat er sich nicht blicken lassen. Was wäre, wenn wir ihn nur verwundet hätten und er jetzt irgendwo in der Finsternis hockt und auf bessere Zeiten wartet? Dann lassen wir ihn wieder zur Hölle fahren, wenn er wieder auftaucht. Machen an dem Schrank? Nö. Verlassen. So. Gut, dann eins tiefer. In die 4. Papa und Lisa? Roberts Wohnung. Warte mal, ist Lisa nicht seine Mutter? Also hier von Larry? Hey, hey, das sind meine Geisterjäger. Hey, Kumpel. Hey, Rob. War die Jagd erfolgreich? Das ist geheim, es ist wie ausgestorben hier. Ja, es ist wie ausgestorben hier. Die Geister haben sich schon länger nicht mehr blicken lassen. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir gehen dem nach. Verstehe. Habt ihr in letzter Zeit was Seltsames bemerkt? Irgendwas? Nun, ich habe da diesen seltsamen Furunkel an meiner linken Arschbacke. Wenn ihr ihn euch ansehen wollt. Okay, ich glaube nicht, dass wir dafür die Richtigen sind. Ach, kleiner Spaß. Mein Hintern ist so glatt wie ein Aal. He, Aal. Ha, Larry, du Witzbold. Ein Aal. Papa und Lisa. No. Hey Papa. Hey Lisa. Hey Leute. Hi Leute. Yo. Hey, wann waren wir das letzte Mal so als Familie zusammen? Vor ein paar Wochen oder so? Sal. Ihr müsst zum Abendessen bleiben. Na, was sagt ihr? Lisa wird mir endlich die geheime Zutat für ihre Lasagne verraten. Deine Lasagne ist die beste, Lisa. Oh, das ist so lieb von dir, Schatz. Ich sag sicher nicht nein zu einer gratis Mahlzeit. Eigentlich habe ich heute schon was vor, aber vielleicht schaffe ich es trotzdem. Okay, Larry wird dir über ICQ sagen, wann das Essen fertig ist. Oder was auch immer ihr Kinder gerade dafür verwendet. Es heißt Texten, Papa. Ja, richtig. Das. Klingt gut. Badezimmer. Papas Büro.
und Papas und Lisas Zimmer. Nicht gerade viel hier. Da lang kommt nichts mehr. Okay, dann können wir ja wieder gehen. Mr. Sanderson. Oh, Entschuldigung. Wir haben gar nicht bemerkt, dass hier wer drin ist. Mr. Sanderson? Hi, Larry. Ich habe mich gerade von Sandy verabschiedet. Verabschiedet? Ich werde Knockfell noch heute Nacht verlassen. Ich muss einfach weg von hier. Ist schon in Ordnung, Alter. Du hast einiges durchgemacht. Habt ihr... Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber... Hat einer von euch vielleicht meine Frau gesehen? Ich weiß nicht, ob ihr an Geister glaubt. Ich wollte einfach nur ein letztes Mal mit ihr sprechen. Wir haben mit ihr gesprochen, wir haben sie nicht gesehen. Na, komm, der arme Mann ist fertig. Oh je, das hatte ich befürchtet. Wie geht es meinem Engel denn? Ich habe sie einfach nicht kontaktieren können. Sie vermisst dich sehr. Sie ist ganz einsam. Leider haben wir sie schon länger nicht mehr gesehen. Meine arme Sandy. Sie hat das nicht verdient. Was hast du befürchtet? Was? Du hast gesagt, das hatte ich befürchtet. Was genau? Ach, vergiss es einfach. Ich bin nur durcheinander, das ist alles. Würdet ihr zwei mir einen Gefallen tun und mich einen Augenblick alleine lassen? Klar, Mr. Sanderson, kein Problem. Sag einfach, wenn du was brauchst. Danke, Larry. Oh, ich glaube, das ist nicht gut. Wir sollten Hermann in Ruhe lassen. Der arme Kerl ist ein emotionales Wrack. Glaubst du, er darf aus Knockfell wegziehen? Das hoffe ich doch, Alter. Hat er nicht schon genug durchgemacht? Ja, aber falls er, bevor seine Frau gestorben ist, Teil des Kults war und dann aber versucht hat, auszusteigen, wovon wir ausgehen, werden sie ihn sicher im Auge behalten. Da hast du vermutlich recht, aber sie haben schon lange nichts mehr von sich hören lassen. Vielleicht sind sie nicht mehr aktiv oder sowas. Oder sie warten nur den richtigen Moment ab. Vielleicht. So oder so, wir werden sie finden. Das ist eine Kassette, aber sie ist kaputt. Haben wir denn einen Stift? Nö. Ja, ja. Okay, eine kaputte Kassette. Gut, das war dann Etage 4. CJ. Yo, was geht, Leute? Yo. Hey, CJ. Schmeißt du heute Nacht eine Party oder sowas? Nö, aber sie und Sierra kommen später noch vorbei. Mit ganz vielen alten Zeiten. Ihr zwei solltet auch kommen. Klingt gut. Wir werden dran denken. Cool, cool. Oh, da wohnt noch jemand. Ach so. Hey, Sal. Hey, Larry. Was macht ihr beide so? Hey David, wir sehen nach, ob alles in Ordnung ist. Wie geht's? Ist voll nett von euch, Jungs. Entschuldigung, kann nicht lange reden. Sarah geht's nicht so gut, verstehst du? Also muss ich mich um sie kümmern. Das tut mir leid. Hoffentlich geht's ihr bald besser. Hol uns einfach, wenn du irgendwas brauchst. Danke euch beiden. Hey Leute. Hi Sal. Hey Larry. Seliface. Achso, das ist das Kind. Seliface. Chuck und Maple und Soda. Hey Soda, wie geht's meiner Kleinen denn? Soll Onkel Sal dich Huckepack tragen? Oh Sal, sie hat gerade einen Ausschlag. Vielleicht möchtest du sie lieber doch nicht tragen. Danke für die Vorwarnung. Mami? Ja, Süße? Onkel Sal soll mich Huckepacke tragen. Heute nicht, Kleine. Du weißt noch, was ich heute Morgen gesagt habe? Oh, okay. Ach, keine Sorge, kleine So. Wenn du brav die Medizin nimmst, die dir der Onkel Doktor heute Morgen verschrieben hat, fliegst du 0, nichts wieder durch die Gegend. Hehe, versprochen? Ich verspreche es. Darauf kannst du wetten. Hehe.
Hey, Leute. Jo. Ihr hackt doch wieder was aus, stimmt's? Schön, dass sich manche Dinge nicht ändern. Arbeitet ihr wieder an einem dieser geheimen Fälle? Sie wären doch nicht mehr geheim, wenn wir dir das verraten würden, oder? Vermutlich nicht. Wie geht's Soda? Sie hat derzeit einen kleinen Ausschlag. Glücklicherweise haben wir es früh bemerkt. Also nichts Schlimmes. Wir müssen ihn nur zweimal täglich mit Salbe eincremen. Der Doktor hat gesagt, dass er in 2 bis 3 Tagen wieder weggehen sollte. Es ist ziemlich ansteckend. Wir müssen ständig unsere Hände waschen. Ich glaube, ich habe auch was abbekommen. Mein Arm juckt wie verrückt. Chuck, ich habe dir gesagt, dass du nicht so viel mit ihr rumalbern sollst. Ich weiß, aber sie ist so süß. Ich kann einfach nicht anders. Ich liebe dich doch so sehr, sie doch so sehr. Dich natürlich auch, Schatz. Oh, Schatz. Wie geht's euch beiden? Geht gut. Auf und ab halt. Meistens aufwärts. Yeah, wie geht's dir, Sal? Hast dich hier schon länger nicht mehr blicken lassen. Ganz okay. Ich war sehr mit der Schule beschäftigt und sowas halt. Also, Chuck, deine Eltern sind ausgezogen, oder? Vor ein paar Monaten. Es war viel zu eng mit uns allen hier drin und sie wollten uns ein bisschen Privatsphäre gönnen. Wirklich nett. Es war wirklich nett von ihnen, euch das Apartment zu überlassen. Fast hätte ich's vergessen. Ich wollte doch meine Eltern heute Abend besuchen. Kannst du auf Soda aufpassen, während ich weg bin, Schatz? Klar. Habt ihr was Ungewöhnliches bemerkt? Nein, war alles ruhig und geisterlos. Kein gruseliges Zeug. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Okay. Und 304. Ja, noch ein Zahn? Ja, vielleicht ein Hinweis oder sowas? 4 von 5. Ein Zahn, den ich im 3. Stock gefunden habe. Ein S ist eingraviert. Ein S. Okay. Dann war das Etage 3. Huch. Alter, stinkt immer noch hier drin. Ja, das tut es. Ach, das war doch von der... Ja. Blutfleck. Irgendwas am Gearboy zu erkennen? Nein, sogar dein kleiner Ziegenfreund versteckt sich. Ach, ich kann es einfach nicht. Ja, kann ich schon verstehen. Das Bad ist ein bisschen widerlich. Ausrüstung zur Lebenserhaltung. Oh, und da am Teppich. Ich frage mich, was mit Mr. Peckertons passiert ist. Wenigstens wurde er nicht zu Fleischwurst verarbeitet. Ja, hoffentlich nicht. Oh, hier ist ein Loch im Teppich. Ich kann den Teppich aber nicht selbst entfernen. Und ich habe auch nichts zum Entfernen. Okay. Ich hätte mir denken können, dass diese Typen keine echten Polizisten waren. Ich hatte gleich schon so ein komisches Gefühl. Kann mir nicht vorstellen, wie die zwei das nachts über leergeräumt haben. Aber es waren sicherlich die gleichen Typen, die da waren, als Mrs. Sanderson gestorben ist. Ich habe sie heute Morgen weggehen sehen. Ich habe sie auch gesehen. Weißt du noch? Stimmt. Vielleicht sind sie deshalb nachts gekommen. Sie wissen, dass wir sie sonst wiedererkannt hätten. Todd hat immer noch nicht ihre wahre Identität feststellen können, oder? Nein, aber ich könnte schwören, dass ich einen von ihnen vor ein paar Tagen in die Kirche gehen sah. Ich habe die letzten Tage mal darauf geachtet. Die treffen sich da ziemlich häufig. Das ist aber ganz normal bei einer Kirche. Regelmäßige Treffen und so. Ist vielleicht nichts, ist vielleicht aber etwas. Die Kirche fand ich immer schon unheimlich. Als ich noch jünger war, sind wir ein paar Mal nach Chapel Hill auf Urlaub gefahren. Ich habe mit Todd darüber gesprochen, ein paar versteckte Kameras und Tonaufnahmegeräte dort zu platzieren, nur um sicher zu gehen. Cool, endlich mal A&R. A&R? Aufbrechen und reinschleichen. Da komm schon, Alter. Ach so. Mm-hmm.
Trotzeltern. Sally Face und Larry Bear. Was für eine reizende Überraschung. Hi, Janice. Hey. Was bringt euch beide hierher? Sag hi. Geistersuche. Die ist eh zugedröhnt. Die merkt das nicht. Unser Todd und ihr zwei gleicht wie dem anderen das Ei, nicht? Boah, das reimt sich sogar. Hey. Hast du in letzter Zeit irgendwas Merkwürdiges gesehen? Die ganze Zeit, Sally. Das Leben ist seltsam und schön zugleich. Findest du nicht? Ganz bestimmt. Okay. Badezimmer. Sind die zwei gerade gemeinsam ins Badezimmer gegangen? Greg? Bist du da? Hallo? Der Super-Gearboy zeigt auch nichts an. Wir sollten einen Zahn zulegen. Alter, nein! Drei von fünf. Ein Zahn, den ich im zweiten Stock gefunden habe. Er ist verbrannt. Okay, er ist verbrannt. Zimmer von Todds Eltern. Verschlossen. Todds früheres Zimmer. Aha. Aha. Hey, Leute. Kann ich noch etwas für dich tun, Larry? Nein, passt schon, Ray. Danke. Hey, Mr. Morrison. Sal, hast du schon den Garten gesehen? Wie findest du ihn? Es ist super. Nicht wahr? Ein wahres Meisterwerk der Kunst. Wie seid ihr überhaupt an all das Zeug gekommen? Nun, wenn ich es dir erzählen würde, müsste ich dich nachher umlegen. Ha! Hä? Im Ernst jetzt. Legal ist es nicht. Mir wäre es lieber, wenn das unser kleines Geheimnis bleiben würde. Gerne versorgen wir euch mit der Sache. Mach dir keine Sorgen. Das Geheimnis ist bei uns in guten Händen. Ich dachte nicht, aber sicher kann man sich da nie sein. Ich weiß, Todd ist nicht gerade begeistert, dass wir sein früheres Zimmer in einen Garten verwandelt haben. Aber er weiß auch, wie glücklich wir jetzt sind. Er weiß auch, dass nichts das Todd-förmige Loch in unserem Herzen füllen kann. Oh. Er hat Glück, so liebevolle Eltern zu haben. Und so tolle Freunde. Ich bin ja so verdammt stolz auf euch, Jungs. Verdammt stolz. Errungenschaft. Immer gut informiert. Wieso wurde es da gerade kurzzeitig dunkel? Ein Taschenmesser. Bingo! Cool, das könnte noch nützlich sein. Ja, allerdings. Ein Multifunktionstaschenmesser. Allerdings, damit kriegen wir den Vogelkäfig auf. Aber erst gucken wir uns noch in den restlichen Wohnungen um. Hast du es in den Nachrichten gehört? Charlie soll freigelassen werden. Ja, aber das ist nicht der echte Charlie. Wo glaubst du, dass er jetzt ist? Der echte Charlie natürlich. Die vom Kult haben ihn entweder geschnappt oder umgebracht. Vielleicht ist er auch in der Fleischwurst gelandet. Boah, so wenig ich ihn mochte, niemand verdient es, als Fleischwurst zu enden. Charlie war ein bisschen seltsam, aber er war in Ordnung. Ich habe fast begonnen, ihn zu mögen, bevor wir dachten, dass er ein Mörder ist. Alter, wir haben ihn da ganz schön in was reingeritten. Es war nicht unsere Schuld. Wir konnten es ja nicht wissen. Außerdem hast du mit deinen Augen gesehen, wer sie umgebracht hat. Ich habe immer noch Albträume davon. Ach, da kommt er erst gar nicht mit rein. Ist ja toll. Okay. Und Küche. Achso, er bleibt generell an der Tür. Okay. So, in der 1 waren wir schon komplett. Bleibt also nur noch der Keller. So, jetzt kann ich in das andere Schlafzimmer gehen.
Ein zahnloses Unterfangen. Ein N bei der 1. Ein Zahn, den ich im Keller gefunden habe. Ein N ist eingraviert. Mist, ich muss den Schlüssel heute Morgen fallen gelassen haben, während ich mich umsah. Wann hast du ihn zum letzten Mal gehabt? Keine Ahnung, ich hätte schwören können, dass er noch in meiner Tasche war. Er wird schon wieder auftauchen. Viel wichtiger ist doch eigentlich, wer verteilt hier warum Zähne? Ah, Badezimmer. Ach, hier kommst du wieder mit rein. Dabei ist das genauso widerlich. Der Snackautomat, der immer noch leer ist. Es ist komisch zu gehen, wenn man so lange hier gelebt hat. Ich habe mich auch so gefühlt, als wir New Jersey verlassen haben. Aber es war eine Veränderung, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauchte. Daher bin ich froh, dass es so gelaufen ist, wie es ist. Ja, es wird super, wenn wir uns mit Todd eine WG teilen. Ernsthaft? Ich kann es kaum erwarten. Trotzdem, ich weiß, dass ich nicht weit weggehe, aber trotzdem stimmt es mich irgendwie traurig. Das ist eine große Veränderung, Larry. Es ist schon in Ordnung, sentimental zu werden. Alles in Ordnung? Ja, geht schon. Sehen wir uns weiter um. Nichts in der Küche. Wow, blaues Licht. Erinnerst du dich daran, wie ich dich das erste Mal ohne Maske gesehen habe? Wie könnte ich das vergessen? Du warst so heftig am Headbang, dass deine Maske weggeflogen und mir ins Gesicht klatschte. Das hat dir solche Sorgen wegen meiner blutigen Nase gemacht, dass es dir zuerst gar nicht aufgefallen ist. Ich habe mich schlecht gefühlt. Ja, aber nachdem ich dir erklärt habe, dass es mir gut geht, warum hast du dann geweint? Weil du nicht weggeschaut hast. Hinaus gehen wir auch gleich. Lisas früheres Zimmer. Eine Matratze. Ist ja nicht viel. Okay. Dann raus. Ob wir Sallys Gesicht auch noch zu sehen bekommen werden? Vielleicht so spätestens im letzten Kapitel? Das wäre echt cool. Ich kann immer noch nicht glauben, dass mein Vater uns verlassen hat. Das passt nicht zu ihm. Das stimmt einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass du mir etwas verheimlichst, Sal. Irgendetwas, das meinen Vater betrifft. Du kannst kein Geheimnis für dich behalten. Schon okay, Alter. Ich habe bis jetzt nichts gesagt, weil ich dir vertraue. Wenn du mir etwas verheimlichst, dann liegt es daran, dass du das musst, nicht wahr? Oh Gott. Ich weiß noch, dass sein Papa wollte, dass wir es ihm nicht sagen, aber sagen wir es ihm trotzdem. Hör zu, es war nicht leicht, das vor dir geheim zu halten, aber ich wusste nicht, was wirklich war und was nicht. Ich will nicht, dass du dich aufregst, aber... Ich glaube, dein Vater hat versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Was? Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich er ist. Deshalb habe ich nichts gesagt. Außerdem wollte er, dass es dir gut geht und du in Sicherheit bist. Er hat gemeint, dass, wenn du die Wahrheit erfährst, sie dich in Gefahr bringen könnte. Wenn es dein Vater ist, dann... ich glaube nicht, dass er 100% menschlich ist. Wichtig ist aber, dass er dich nicht verlassen hat. Er hat sich geopfert, um den Kult aufzuhalten, um dich und Lisa zu beschützen. Er hat euch beide mehr als alles andere auf der Welt geliebt. Was meinst du damit, dass er nicht menschlich ist?
Schwer zu beschreiben, aber ich glaube, dass dein Vater ein Außerirdischer war. Oder sowas. Er hat auf der Erde eine Bruchlandung gemacht, nachdem sein Heimatplanet von Schatten vernichtet wurde. Er und seine Schwester Evelyn kamen hierher, aber sie starb bei der Landung. Oder hat sich verirrt oder sowas. Er wusste selbst nicht, was mit ihr geschehen war. Willst du zu all dem gar nichts sagen? Weißt du, du musst keine verrückte Geschichte erfinden, um meinen Vater als Held darzustellen. Und Aliens? Ernsthaft? Alter, das macht deine Geschichte nur noch unglaubwürdiger. Das ist die Wahrheit, Larry, ich schwör's. Okay, Kumpel, schon gut. Können wir das Thema einfach lassen? In Ordnung, aber wir werden später noch darüber reden. Ich habe das nicht erfunden. Ey, uns fehlt noch ein einziger Zahn. Wobei halt, wir können beim Käfig ja noch was aufschrauben. Ja, ja, nochmal in die 5 zum Vogelkäfig. War der denn? War der hier drin? Ja. Ja. Hier. Benutzen. Danke. Ha. Nein, halt. Das E kommt nicht dahin. Das E. Fangen wir mal mit Norden an. Osten. Süden. Und du hast nichts drauf. Du kommst bestimmt dahin. Made in China. Aber einer fehlt uns noch. Ein Zahn fehlt. Larry? Wo kriegen wir den fehlenden Zahn her? Ach du Scheiße! Du hast einen Fehler gemacht! Was zum Teufel? Alter! Wir alle werden das Ende sein! Was soll das überhaupt heißen? Du kannst hier nicht bleiben! Die Dunkelheit bindet uns. Der war doch auch schon im allerersten Kapitel hier oben in der Wohnung, aber auch nicht in der hier, oder? Ich glaube nicht in der hier. Der Kerl hat mich zu Tode erschreckt. Ich habe den Penner schon mal dabei erwischt, wer hier oben geschlafen hat. Ich frage mich, was er damit gemeint hat. Für mich klang das nur nach wirrem Zeug, Mann. Und der letzte. Was? Keine dummen Witze diesmal? Ehrlich gesagt fällt mir gerade keiner ein. Keiner aus. Ich meine ein. Hm. Ein Zahn, den ich im 5. Stock gefunden habe, ein W ist eingraviert. Siehst du, der Verbrannte kommt in die Mitte. Okay. Dann haben wir ja jetzt alle Zähne. Ach. Dahin. Dahin. Ja, ja. Ist ja gut. So. Wow. Ich glaube, ich habe den Schlüssel gefunden, den du verloren hast. Ich habe ihn nicht verloren. Ich habe... Moment. Wo zum Teufel kommt der überhaupt her? Ich hab die nicht da reingetan. Jemand wollte, dass wir ihn finden. Hätte man ihn nicht unter meiner Tür durchschieben oder in meinen Postkasten werfen können oder sowas? Realität ist ein verworrenes Netz. Was?
Vergiss es. Jetzt haben wir den Schlüssel. Wir sollten uns den Tempel näher ansehen. Errungenschaft freigeschaltet. Zähne. Jetzt können wir uns also den Tempel genauer ansehen. Aber wisst ihr was? Den Tempel... Ich gehe einfach schon mal in den Keller. Vielleicht bringt es ja was. Den Tempel sehen wir uns dann beim nächsten Mal an. Vielleicht haben wir ja auch Glück und es kommt bis dahin zufällig Episode 5 raus. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Aber noch gibt es ja Episode 5 leider nicht. Und bevor der Spaß zu schnell vorbei ist, machen wir das dann in der nächsten Aufnahme. Im nächsten Stream natürlich. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr zugesehen habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Stream, im nächsten Let's Play, was auch immer. Bis dahin. Ciao.